Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Und wie Sie wissen, zeigen wir hier einmal im Monat ein besonderes, aktuelles, ja, herausragendes deutsches Kinowerk. Und diese Reihe gibt es jetzt schon seit gut 14 Jahren. Und wir haben schon ganz viele tolle Filmemacher bei uns gehabt, aber es fehlen dann doch immer wieder noch so zwei, drei, von denen man sich eigentlich nicht erklären kann, wieso die noch nicht da waren. Heute ist so ein Abend. Wir sind unglaublich stolz und glücklich, heute Detlef Buck bei uns zu haben. Herzlich willkommen in Frankfurt. Hallo Detlef. Hallo. Geht. Ja, genau, die Reihe ist in Kooperation mit EPD Film, das noch zu sagen, und nach dem Film führen wir ein ausführliches Werkstattgespräch, aber zunächst mal Frankfurt, du hast einen gewissen Bezug auch zu dieser Stadt, hast du gesagt. Nee, ich fahre gerne laufen, immer am Main, und dann habe ich mit Elias Mbarek hier gedreht. Männerhaut. Und, ja, wir waren in einem ganz schicken Hotel, wo es nur dunkel ist, ist alles schwarz. Wie heißt die Kiste? War nicht von uns. Nee. Jetzt ist eine sehr schöne, also dieses Nizza ist ganz zauberhaft. Ja. Ich mag das. Und Asphaltgorillas, den ihr ja gleich sehen sollt, hätten wir keine Förderung in Berlin bekommen, hätten wir den hier gedreht. Und Sie werden nach dem Film verstehen, warum. Ja, gerne. Wir waren eben im Bahnhofsviertel. Ich liebe das. Es ist eben alles möglich. Da ist immer alles möglich. Und was bei uns auch typisch ist, wir zeigen keine Werbung oder so vor dem Film, sondern ich sage immer einen thematisch passenden Vorfilm. Normalerweise wähle ich den aus. In dem Fall habe ich den Ball zurückgespielt, denn unser Gast hat natürlich selbst einige tolle Kurzfilme gemacht. Du hast dich für Schwarzbuntmärchen entschieden. Ja, eigentlich hat man ja, wenn man so will, bei mir meint man, ich habe mal mit Slavomir Iciak gedreht und sagte, weißt du, du wechselst so oft den Stil. Er hat mit Kieślowski viel gedreht und er sagte, weißt du, du musst eine Sache machen und das wird dann wie Kunst und das verstehen alle und das wird dann hoch gehandelt. Und da habe ich gesagt, das ist mir aber langweilig. Ich mache das nicht, weil mir lang, und ich möchte mich ja selber unterhalten, und wir haben sehr lange Streitgespräche, immer wieder, auch vor kurzem noch. Und es gibt aber ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt, das ist eigentlich ganz simpel, das ist eigentlich von A nach B. Man geht von A nach B. Man kann auch sagen, man befreit sich von A und geht zu B und weiß nicht, was bei B kommt. Ich habe ein Seminar damals gemacht in der Filmschule mit Richard Linczewski. Das ist ein Kameramann, ein polnischer Kameramann. Das Thema war Bewegung. Und parallel habe ich ein Seminar gemacht mit István Csabó. Da war das Thema Mauern. Mauer, na klar, weil die Stadt war ja noch geteilt. Und alle dachten sofort, ja, man drehen. Pavel, mein Freund aus Tschechien, hat, glaube ich, 50 Minuten die Mauer abgefilmt. Ja, das konnte man damals. Und ich fand das auch spannend. Aber mir war das, also weil ja alle dann zur Mauer getüftelt sind, habe ich gesagt, nee, dann muss ich jetzt nochmal wieder bei mir selber anfangen. Und das Beste für jeden Neufilmer ist, fang da an, wo keiner mitreden kann. Weil sonst reden ja alle mit. Weil dann hast du nicht die Hoheit. Weil wenn du da anfängst, wo du dich auskennst, kann keiner mitreden. Das verändert sich im Laufe des Lebens. Musste ich auch jetzt erfahren. Also habe ich quasi die Befreiung der Kuh erzählt in Schwarzbuntmärchen. Und es endet auf dem elterlichen Bauernhof. Ja, das ist aber auch nicht so wichtig. Sagst du. Aber es endet im Urlaub. Und Asphaltgorillas, basierend auf einer Geschichte von Ferdinand Schirer, mit dem ich ab und zu frühstücke, der Wenka Mikulic, damals, die Bücher kamen raus und sagte, Mensch, wie wäre das denn? Und so, dann habe ich gesagt, ja, das waren die Kurzgeschichten. Das erste war ja Verbrechen, Schuld und Strafe. Und dann habe ich gesagt, ja, Kinofilm, also nee, das ist dann ja eine Serie. Und Fernsehen. Und das wollte er nicht. Und dann haben, ja, wie das so ist, wenn ein Buch rauskommt, wir haben ja Buchmesse, immer wenn irgendwas ganz wichtig ist und neu oder so, dann kann ich euch sagen, dann sind die Filmproduzenten aber da. Weil sie einen irrsinnigen Riecher haben. Nicht, weil sie Geschmack haben, weil sie denken, wow, that's maybe a fucking great success. So, und das war dann auch da. Und dann geht es nicht darum, wer nett ist, sondern es geht ja um Geld. Und wir haben die Rechte nicht bekommen.
Und dann habe ich ihn dann irgendwann getroffen, wieder beim Frühstück. Und habe gesagt, siehst du, jetzt hast du Fernsehen. Da war er dann doch auch betroffen. Und sagte, ja, mach du doch nicht. Ich sage, ja, komm mal, Thanatastetas hätte ich vielleicht gemacht, aber weil ich weiß nicht, was ich überhaupt. Dann nimm doch die hier zum Beispiel, der Schlüssel. So heißt die Geschichte. Und dann haben wir nachgedacht und gesagt, ja, die ist ganz interessant, die Geschichte. Sie ist ein bisschen aus dem Kontext von ihm, ist ein bisschen komisch auch und auch ein bisschen rabiat, muss ich sagen. Eine Killerin kommt vor, alles auch ein bisschen an den Haaren beigezogen, aber basierend auf einer wahren Geschichte. Wo sie herkommt, verrät er nicht, kann ich nachher aber verraten. Und dann haben wir uns ans Drehbuch gemacht und es war ein irrsinniger Akt. Und er war auch involviert und er sagte, das ist ja scheiße. Und ich habe gesagt, ja, das stimmt, das ist scheiße. Und dann haben wir auch aufgegeben und Oliver Berben war noch Produzent und habe gesagt, dann lassen wir das. Und er sagt, bist du, oder wir hatten mehrere Autoren. Und dann kam Wenker und sagte, Mensch, lern doch mal Tschünet Kaya und Konstantin Lieb kennen. Und die haben so, Tschünet Kaya ist, er sagt Aserbaidschaner, ich weiß es nicht, aber vielleicht ist er auch Türke, man weiß das immer dann nicht, aber er ist Aserbaidschaner, sagen wir mal. Und er kennt die Familie und den Familienkontext und wie man gefangen ist in der Familie und wie man auch gefangen ist in der Migrationsklasse. Und Tschünet hatte auch nichts Wichtigeres zu tun, als sich zu befreien. Also damals sagte er schon, ich will raus aus der Migrationsklasse. Und so wie Tschünet sich befreit hat, so ist es auch ein bisschen die Geschichte von Asphaltgorillas. Eine Befreiung, eine Emanzipation, eine Reise von A nach B, wie bei der Kuh. Da gibt's, schließt sich der Kreis. Das ist ein bisschen kompliziert, aber so ist es. Und Sie haben jetzt viel Zeit nachzudenken. Nachher werden wir weiterreden darüber. Wir sagen schon mal ganz herzlichen Dank, Detlef Buck. Und jetzt 16mm Originalkopie und Schwarzmundmärchen. Viel Vergnügen. Detlef Buck, meine Damen und Herren. Ein Applaus, Detlef. Machen wir es kurz. Ich habe immer Angst, dass man dann Leute so belästigt, wenn man so hier viel redet. Immer so. Und dann denke ich immer, ja, machen wir es kurz. Und dann hat das immer so eine Kraft. Da bist du halt bei uns ein bisschen falsch. Ne? Ja, das werden wir ja sehen. Nein, wir fangen mal, also nur, dass Sie wissen, wie es läuft. Wir fangen ein bisschen unter uns an, zum Warmlaufen. Und dann können Sie ab einem gewissen Zeitpunkt auch Fragen stellen. Also das ist richtig dramaturgisch aufgebaut. Natürlich. Was meinst du denn? Mit Akt 1, 2 und 3. Genau, Akt 1 quasi. Bin gespannt auf 3. Tierischer Einstieg habe ich hier stehen. Es ist natürlich auffällig, dass du uns zuerst die Kühe präsentierst und jetzt den guten Gorilla, den wir hier im pinken Gras gesehen haben. Diese Tiere in deinen Filmen, das ist ja sowieso was, was sich über deine filmische Karriere zieht. Wenn man sich Carniggles zum Beispiel anschaut, da gibt es dann auch immer ganz viele große Kaninchen und Kühe in Zwischenschnitten. Ist das jetzt so der rote Faden wieder aufgegriffen? Nee, ich bin ja unter Schweinen groß geworden, deswegen. Und wie seid ihr auf den Affen hier gekommen, den Gorilla? Naja, das sind Gorillas, heißt es ja. Also ich meine, das geht ja einfach darum, den Silberrücken, das Alpha-Männchen, das. Also wir haben ja auch den Jesus, den ich sehr liebe, der hat ja wirklich Oberarme, der so kläglich stirbt. Ganz toll, er war auch Soldat, da konnte das mitempfinden, wie man dann so Blut verliert. Das war auch bei Schirach in der Kurzgeschichte schon, das ist nicht erfunden. Und dann dachte ich irgendwann, die Kurzgeschichte heißt Der Schlüssel. Und wir haben immer überlegt, was, wie kann man denn Der Schlüssel, ich meine, wir wollten ein bisschen versuchen auf, ja, das ist eine junge Geschichte, also das ist, es spielt ja mit jungen Leuten und dann kann man ja nicht Der Schlüssel, das passt jetzt nicht zusammen. Bei Schirach passt das schon und haben uns auf Gorillas geeinigt und da war der Verleih, also er sagt, nee, also das denken wir, ist eine Doku und so. Und ja. Dann wurde das abgestimmt, ohne mein Wissen, auf Facebook. Und dann, ja, wie findet ihr Asphaltgorillas? Und da konnte ich damit leben. Es gab auch von irgendeiner Agentur, glaube ich, 200 Titelvorschläge, die waren... 200? Ja, die waren so schlecht, dass ich gesagt, wenn ihr dafür Geld bezahlt, seid ihr blöd. Aber ich weiß nicht, ob das Geld bezahlt wurde. Kohle holen von Mongolen oder so. Das war wirklich ganz seltsam. Sowas gibt's. Ich, ja, ne.
Und dann war ich mit Asphaltgorillas ganz glücklich. Und wir haben den Gorilla-Chef, der ja die drei Bananen auch alleine gefällt. Er hat drei Bananen bekommen und hinten sind Weibchen. Und er hat noch nie verstanden, dass die Emanzipation die Hälfte ist. Er hat die alle drei reingedrückt. Und innen wurden auch immer nervöser, die Cholera-Weibchen. Aber er hat das nicht eingesehen. Und dachte ich, der Titel passt. Alles ohne Titel. Ja, weil die Botschaft ist ja von den Frauen, die ja sagen, oder geben sie Frauen nicht die Hand, dass die Emanzipation die Hälfte ist. Also die Frau übernimmt ja. Also die Kurzgeschichte, ich springe immer, das habe ich aber früher in der Schule schon gemacht. Das heißt, hat Detlef irgendjemand verstanden, was er gesagt hat? Dann war immer konfus. Das wird sich auch nicht ändern. Deswegen muss ich mich jetzt auch nicht verstellen. Und dann, die Kurzgeschichte endet mit dem Satz, man kann Frauen nicht trauen. Und das habe ich komplett dann ins Gegenteil, mit der Segen von Ferdinand dann umgedreht, dass die Frau die verlässliche Komponente in dieser Geschichte ist. Auch die Killerin natürlich, weil die kann ihr Handwerk und die sagt, just, yeah, yes, friends. Naja, also dadurch ist das dann entstanden, dass die Gorillas dann Paten standen für das toxische Männlichkeitsgefühl oder die übertriebene Männlichkeit. Ausgedrückt im Lamborghini oder im Sixpack-Training oder so. Also wie man dann trainiert, also wie es jetzt halt schick ist. Ich finde ja auch die stärkste Szene oder eine der stärksten Szenen dieses Films ist, wenn Ella Rumpf, also die Betrügerin da zu Kida Kodarama dann zugeht und ihm die Hand geben will und er will das erstmal nicht. Und sie setzt das aber sukzessive durch. Da kommt eben genau das raus, was du gerade beschreibst, dass bei dir eben die Frauen doch einen ganz anderen Mumm haben, als jetzt vielleicht in der Geschichte, in der Vorlage oder auch sonst. Ja, in der Vorlage gibt es ja gar nicht die Liebesgeschichte und dann war, nicht weil zu jedem Film gehört nicht unbedingt eine Liebesgeschichte, aber weil ich dachte, die Emanzipation, also von der Befreiung von ihm, also in der Vorlage ist es echt dass er loyal ist zu seinem Freund und ihn nicht verrät. Und ich dachte, nee, Verrat ist spannender. Und warum verrät er ihn? Und weil sie sich nicht mehr kennen. Also wir haben so viel geändert, da muss man, also wenn ich damit anfange, dann werden wir hier aber auch noch einen Akt 5 erleben heute Abend. Für interessierte Leute kann ich das gerne machen. Das ist aber dann wirklich eine Reise, was man alles umbaut. Und das ist wirklich die Schwierigkeit auch von, eine Kurzgeschichte hat ihr eigenes Leben und sie funktioniert auch, so wie Ferdinand Schirer sie geschrieben hat, aber sie hatte kein Bauch dann, weil die Figur des Atris war, der war aufgepumpt und der war auch ein bisschen dumb, also ein bisschen dumm. Und einen dummen Menschen 90 Minuten zu gucken, ist schwierig. Einen naiven geht. Und dann haben wir ihn geändert, dass er nicht gepumpt war und dass er was sucht, was anderes sucht, eben durch Chinekaya mit Konstantin Lieb und Chinekaya haben das Drehbuch, dass er versucht, er weiß, die Mutter fragt ja, was willst du? Und er weiß es nicht, er weiß es nicht, er ist nur gefangen, er weiß, er will jetzt nicht hier verheiratet werden, er will auch nicht den Laden vom Onkel übernehmen, er will das alles nicht. Und instinktiv lädt er sich quasi sein Schicksal ins Auto und weiß, damit ändert sich alles. Das passiert ja manchmal. Über die Liebe ändert sich alles. Und das gefiel mir sehr dann, dieser Schub in der Geschichte, die sagt, ja, dann nimm 20. Und das ist ein Freund. Und dann gehen die Werte durcheinander und dann geht alles durcheinander. Und das hat mir sehr gefallen. Das ist, ich habe neulich eine Äußerung gehört von Jugendlichen, die den Film gesehen haben und die sagen, der ist schon ganz schön kompliziert, ne? Und ich dachte, ja, er ist zu kompliziert und ich würde das demnächst dann doch einfach machen. Aber manchmal ist kompliziert auch schön, finde ich. Und dann, er ist kompliziert. Das muss ich zugeben. Das ist eben auch, dann da wird dann dran genäht. Das ist wirklich wie so eine Häkelarbeit, wo du dann am Ende denkst, das ist so eine komplizierte Häkelarbeit. Aber die Häkelarbeit hat auch ihren Charme. Wie kann man sich das denn vorstellen? Ich meine, du hast diese Kurzgeschichte irgendwann vorliegen gehabt und dann hast du sie einmal komplett umgedreht, zusammen mit Wenka, deiner Dramaturgin zum Beispiel. Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie gehst du an sowas ran? Da würde ich sagen, das ist so komplex,
Das hat mit Leben, Chinnett erzählt sein Leben, erzählt, wie seine Mutter, also es sind Geschichten, die möchte ich auch alle gar nicht zum Besten geben, weil sie ja intim sind und die sind aber alle da, diese Geschichten in dem Film. Und einer der Drehbuchautoren. Ja, und also weil er ja auch ist er in der Migrationsklasse war und sagt, oh Gott, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Und der wollte ja auch was verändern und jetzt ist er auch selber Regisseur und Drehbuchautor und hat eben einen anderen Weg gemacht. Und seine Eltern können immer noch nicht sehr, 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 sehr gut, also muss er immer nach Hause übersetzen und so. Er lebt eben dazwischen und wir haben hier auch gehabt, dass er gar keinen Vater hatte. Das war eine Vorgeschichte, die wurde dann mal zusammengestrichen, wo wir sagen, das ist zu episch, wir machen hier auch nicht Once Upon a Time in the West oder in Berlin. Und dann haben wir das, die Vorgeschichte, diese Freundschaftsgeschichte ganz kurz gemacht dann. Die war viel länger und sie ist da jetzt reingeschnitten. Damit die Geschichte, sie hat einen dramaturgischen Makel am Anfang, weil man braucht sehr lange, bis man reinkommt. Die beginnt ja erst so nach 30 Minuten, wenn die Story, die Falschgeld-Story, der Akt 2 beginnt. Aber ich brauche den Akt 1, um einen guten Akt 3 zu kriegen. Und das war der Rhythmus war die größte Schwierigkeit bei dem Schreiben und bei dem Generieren vom Film, sage ich mal. Der Style und all das, das war uns klar, wir sagen, ja, wir machen so ein bisschen noir, das ist im Dunkeln einfach, wir haben ja auch im Winter gedreht, weil es überhaupt nicht so lange hält, aber wenn du um 9 wird es hell, um 2:30 hast du schon wieder schlecht. Also haben wir gesagt, dunkel. Sieht auch besser aus. Wenn du den Film schreibst, wie viel davon ist Technik, erlerntes Handwerk? Du warst in der Filmhochschule, da haben wir vorhin auch den Kurzfilm gesehen. Und wie viel davon ist auch wirklich dieses Bauchgefühl, diese Handschrift? Da steht ja auch extra vorne dran, Asphalt-Gorillas by Book. Das ja, weil ja ich mal früher, früher habe ich immer mitproduziert, hier zum ersten Mal nicht. Das war jetzt auch nicht die beste Idee, aber weil ich ja die Rechte damals nicht erwerben konnte. Also bin ich dann, wo ich sage, es ist jetzt, weil man da ja auch lange mit rummacht, dann habe ich gesagt, bei Book, so Batsch. Und es ist jetzt nicht, dass ich sagte, dass ich darauf rumreite, weil Marke hin oder her, jede Geschichte erfordert ihre Handschrift. Bibi und Tina ist dann hell und poppig und bei Tag gedreht meistens. Das ist ja bei Nacht gedreht und blutiger. Es hat aber die gleiche Art und da gibt es schon Ähnlichkeiten, finde ich, und es von Fantasie oder Sehnsucht oder auch Träumen und wir haben vorhin ja auch darüber geredet, dass heute muss alles authent sein, ne? Also Transgender sollte keine Frau spielen, es muss ein Transgender sein, weil die Welt ist ja in sich verunsichert und dann will sie Sicherheit und Authentizität und Identität, dieser Begriff wird ja auch sehr gern verwendet von vielen Menschen, die dann Sicherheit schaffen wollen. Identität, das ist doch gut, Sicherheit, Authentizität, aber Fantasie ist keine Zeit für Fantasie, weil Fantasie die Leute dann scheinbar so verunsichert. Und bei Bibi und Tina habe ich gemerkt, die Jugendliche oder die Kinder haben einen Drang nach Fantasie, weil die sind ja nicht blöde. Die wissen ja auch genau, wie Realität ist und die wissen auch, was Pop ist und was zu viel ist, aber das erfreut sie. Und dasselbe natürlich in einem dunklen Genre, weil manche sagten, das ist ja wie Four Blocks. Ich sage, nein, es ist nicht wie Four Blocks. Four Blocks gibt eine Realität vor von einem klaren Leben oder sowas. Hier ist es vollkommen, der Clan-Boss lernt eine Rede auswendig, weil er sagt, morgen ist Restauranteröffnung, die machen eine Generalprobe. Hä? Realität? Ich verstehe überhaupt nicht. Die ganzen Fights, die sind komplett überzogen. Das ist, da wird Klaviermusik eingespielt. Das ist, ich empfinde das als, da holt sich jemand, der sich mit Schuld aufgeladen hat, sein Freund mehr oder weniger, ohne es zu wollen, reingerissen hat, holt sich die Packung ab, die Schläge, die er verdient hat, mit einer Musik und er wehrt sich ja fast gar nicht. Das ist also eine ganz andere Sache, als wir tun so, als wenn wir Realität machen. Das verstehen dann viele nicht, weil sie denken, ja, ich sehe doch die und die Zeichen und das ist doch wie das und das. Und dann denke ich, nee, das ist Fantasie.
Und ich habe immer wieder, kann immer nur sagen, es ist mir manchmal dieser Schrei nach Authentizität und so, der langweilt mich auch wahnsinnig, weil ich ich vermisse dann nicht, ich meine jetzt nicht Marvel CGI Fantasie, weil die ist ja eh immer gleiche generierte Scheiße. Ich meine einen Gorilla, und da kommen wir auf ein Thema zurück. Ich kann auch viel reden, wenn es geht. In Pink. Ja. That's my fantasy dann. Ich finde es ja auch spannend, weil man muss ja nicht nur vor Blocks nehmen, bietet sich natürlich an in der Tat, weil Kida Kodarama dann auch da schon mitgespielt hat, aber der hat auch zum Beispiel in Knallhart mitgespielt, den du 2006 gedreht hast, der auch in Kreuzberg, Neukölln da in der Ecke spielt und der aber ganz anders eben knallhart das durchzieht. Da ist keine Komik. Da ist das wirklich so, der David Cross, den du übrigens auch noch entdeckt hast, bevor er beim Vorleser mitgespielt hat, der ist da wirklich am Rande, der wird dauernd niedergeschlagen, ist Drogenkurier, der durchlebt eine Krise nach der anderen. Und diese Geschichte, dass es um Reichtum versus Armut geht, ist da auch angelegt. Also der durchlebt ähnliche Situationen. Ja, das ist aber ein anderes Genre, es ist Drama. Und das hier ist ja mehr True Romance-Verschnitt, sage ich mal. Das ist ein ganz anderes Genre, und das fängt auch ja an, der geht auf der Straße. Ich war mal in Vietnam und habe gesagt, es gibt die Symbolik der Schuhe, könnt ihr mir sie benennen? Und die sind irrsinnig fit, und die haben den Film gesehen und dann gesagt, ja, es gibt den Schuh am Anfang, der ist blutbeschmiert, dann gibt es den Schuh, zeigt der eine vietnamesische Studentin auf, ist blutbeschmiert, dann ist es der Schuh, der geklaut ist, dann ist es der Schuh, der geliehen ist, dann ist es der Schuh, der gestohlen wird. Also die konnte das sagen, ja genau, danke, gut aufgepasst. Also das ist eine ganz andere Art von Symbolik, die da in dem, also es ist ja fast auch ein, ja, ja, es ist ein Drama, das andere ist eine true romantische, ich wüsste jetzt auch, eine Gangster-Komödie. Klar, ich lache auch, ich habe aber auch bei Knallhart gelacht. Ich lache an unterschiedlichsten Stellen manchmal. Da kompensiert man mit Spannung, das ist so. Mhm. Menschen tun das auch so, wenn sie in der Leinwand Sexszenen sehen, dann lachen sie auch, weil sie damit gar nicht umgehen können, in der Gruppe. Dann lacht man. Klappt sogar jetzt. Was mir jetzt auffiel, gerade wenn du auch über Genres sprichst, du hast jetzt versucht, das ein bisschen einzuordnen, hast auch dann gesagt, Gangsterkomödie, nee, eigentlich dann doch wieder nicht. Doch, es ist eine Gangsterkomödie, doch. Naja, aber du hast halt verschiedene Elemente mit drin. Das ist auch ein Neo-Noir auf der einen Seite, das ist überstilisiert, du hast diese Japan, fast Martial-Arts-Sequenzen teilweise drin, total gut durchchoreografiert, und dann ist es wieder recherchiert und bodenständig auf der anderen Seite. Also ist das ein Ziel gewesen, auch so ein bisschen diese Genres zu durchmischen? Nee, das war kein Ziel. Das ist passiert, und ich würde es heute wahrscheinlich auch anders machen, aber damals war es richtig, und weil das ja auch ein Film geworden ist, in dem ich, das ist mir alles gut, weil es ist ja fertig geworden. Ich kenne das sehr, viele Projekte, die ich habe, sind schwarze Löcher, und sage, ja, würde ich das jetzt wieder so machen. Es gibt ja bei so einem Film machen es gibt ja jeden Tag x Möglichkeiten, und ich habe mich dann bei der Schlägerei, also wie inszeniert man die Schlägerei? Da kommt ein Stunt-Crew, und dann macht man so, und dann macht man Peng, und dann, die können sich ja nicht treffen. Capital Bra hat aber Oktay ordentlich eine verpasst, wollte er nicht. Aber es passiert, ist ja auch nicht so schlimm, er lebt ja. Das ist aber heute aber richtig Kopfschmerz. Dass ich sagte, die Schlägerei oder dieser Akt, wenn sie die Koksbude da hochnimmt, dann, wenn ich das realistisch mache, dann geht es nicht. Ich muss das irgendwo hinbringen, dass es eine andere Poesie kriegt, eine Überhöhung. Du weißt, das ist nicht real. Und Ferdi Fischer habe ich dann getroffen, der macht Privisualisierung, so Suicide Squad und so, der ist viel in L.A. und der hier auch arbeitet, aber nicht viel. Und der hat gesagt, ja, und das wurde alles privisualisiert, ist alles vorher schon. Und dann gucken sich die Schauspieler an und sagen, wow, ja, das möchte ich auch gerne mal spielen, da muss ich gar nichts mehr machen. Und es wurde aber vorher, also dass er zum Beispiel durch diesen Stiletto da eine reinkriegt, das ist natürlich, wo ich sage, ich wollte die neue Mode, die Stiepe da einführt, ist nicht, dass er Bellydance macht, sondern Pole Dance. Oh Gott, das ist die neue Zeit. Egal. Und
Ich wollte, dass sie dann weiter tanzt, dass es wie ein Tanz ist und dass es, man sich die Schläge abholt. So, das war auch am Anfang schon die Hauerei, ja, das hatte ich selber mal auf dem Dorf, wo ein Freund von mir sagte, ja, da ging da hinten, die haben irgendeinen Kumpel verkloppt. Und dann sagte der zu mir, die gingen dann so vorbei, ja, in der Gruppe sind die nur stark, die sind nur in der Gruppe stark. Ganz laut sagte er, ich sagte, warum sagst du das so laut? Die gucken uns an, kommen natürlich und sagen, was habt ihr ihm gesagt, wir sind nur in der Gruppe stark oder was? Ich sage, nein, das hat er nicht gesagt. Doch, hat er gesagt. Und dann wurde ich da verkloppt, der Strich und Faden, und ich sage, danke dafür. Und da ging es mir dann auch so, dieser Satz, ey, er hat eine Knarre dabei. Also wie ich sage, nein, halt doch die Schnauze, du provozierst nicht. Man holt viel Erfahrung rein und mischt es dann mit kleinen cinematografischen Sachen. Und ach, das ist nicht eine Freude, auch Dinge auszuprobieren. Deswegen mache ich das ja auch, weil ich mache das nicht um... Wie Slavoj Ilić gesagt, du musst dasselbe machen, immer wieder. Ich sage, ja, ich bewundere Haneke und ich finde ihn auch ein Master. Und ich mag ihn sehr gerne. Ich habe mit ihm gearbeitet und wir haben sehr viel Spaß zusammen gehabt. Aber ich kann das nicht. Ich kann das nicht, dass ich das, ich muss es probieren. Und ich, das Einzige, was ich mir hoffe, dass ich weiter was probieren darf und das rauszufinden. Und sagt, ja, das ist nicht gelungen. Und dann irgendwann sagt man, ja, das ist jetzt ein runder Film, aber es ist auch eine Erfahrung. Die wichtigste Zeit ist, den Film zu machen, weil man mit den Menschen zusammen an einem Seil zieht und die sollte eine Qualität sein. Das, was danach entsteht, ich habe ja auch mal Ruhm gehabt und sowas, das ist abstrakt, weil du nichts von hast. Aber wenn du das machst, das ist ja die längste Zeit, die sollte schön sein, die Zeit. Und wenn die eine Zeit ist, die Quälerei ist und ich mache das immer wieder, damit ihr versteht, was ich mache und ich verkaufe euch immer wieder dasselbe. Ich will Hanekes Kunst ja gar nicht, also wie gesagt, auch wirklich Kunst niedermachen, aber ich bin Anlass da und deswegen suche ich. Frankie sagt kurz vor Ende, manchmal muss man genau das machen, wovon man am meisten Angst hat. Ja, das ist ein Zitat von meinem verstorbenen Freund Michael Dlavoga, der fantastische Dokumentarfilme gemacht hat und er wollte dann ein, da sollte ich mit, das wäre ja auch was geworden, als Tonmann untitled, also eine Reise um die Welt und er wollte immer fahren von Berlin, also von Ösiland, woher kam, über Russland, Asien, und dann in Amerika und dann von Nordamerika nach Südamerika und dann erst durch Afrika durch und dann wieder ankommen, über ein Jahr. Und irgendwann hat er die Route geändert und er sagte, er geht von Jugoslawien dann direkt nach Afrika, über Sierra Leone. Ich sage, Sierra Leone, er hatte eine Weissagung, dass er da stirbt. Und dann habe ich gesagt, warum machst du das? Und sagte, manchmal muss man eben das machen, wovon man am meisten Angst hat. Und da haben wir uns verabschiedet und dann ist er auch gestorben in Liberia. Am Malaria. Das ist also ihm gewidmet. Aber ich mag aber diese Haltung sehr, dass man sagt, manchmal muss man das riskieren, wovon man am meisten Angst hat. Und das ist auch Frankie, das ist dieser Typ, der... Das wird gesagt, der so ein bisschen allein groß geworden ist, mit alleinerziehender Mutter, der alles riskiert, immer. Und Schünet hat auch einen Freund, der bei einer reichen russischen Freundin ausgehalten wurde. Der hatte ein Auto, der hatte einen Benzincheck von 500 Euro und Taschengeld von 1500. Und da merkte er, man, er wird ein bisschen eher langweilig und er musste sich was einfallen lassen. Also diesem Menschen ist es gewidmet, der Frankie-Figur. Er weiß, er wird sich nicht mehr lange halten. Alexander Guskov, der den Vater spielt, fand ich, also das ist ein toller russischer Star auch, der hatte immer Probleme. Ich sag, wie heißt der Hund? Ich sag, Putin. Ich darf das nicht sagen. Ich sag, du wirst es auch nicht sagen. Dann lange Rede, kurzer Sinn. Also dieser Frankie hat das in sich. Und ich hatte auch so einen Freund, jeder kennt so einen Freund, der sagt, ey, das ist super. Und ich hatte, meiner ist auch verstorben schon, Gunnar Weiß. Der war dann irgendwann, die Eltern haben sich getrennt, ist nach Hamburg gegangen und er hatte das geilste Motorrad. Das war geil und er kam an und sagte, weißt du, wie das? Und ich sagte, wie hat er das Motorrad? Und er sagte, morgen, ich hole mir heute Abend keinen runter. Ich sagte, was? Verstehe ich nicht. Ja, ich habe morgen ein Date. Und dann dachte ich, ja, so geht's. Ah, jetzt verstehe ich das. Man muss, aha, okay.
Also er wusste alles, aber war immer alles zu laut und alles auch zu schnell und er war immer hektisch. Und ich dachte immer, und das zog sich jede Katastrophe, war immer, ich musste immer Geld leihen und er war immer, der hat sich dann auch totgesoffen. Und dem ist das auch geschuldet. Das heißt, da kommen so Figuren rein, die ich da immer so reinmingel. Der war auch bei Herr Lehmann, war er eigentlich auch schon vom, mein Vorbild für den Karl, also diesen. So ist das dann. Jeder hat so Lebenserfahrung, die verarbeitet dann und dann gibt man das zum Besten. Manchmal versteht das ein Publikum, manchmal nicht. Jetzt hätte ich 5 Fragen, die ich eigentlich gerne anschließen würde. Wenn du jetzt da anfängst, quasi Glaburger zu erwähnen und Dinge, die Einfluss genommen haben auf den Film. Es ist diese ganz tolle Ästhetik, die du auch gewählt hast, die wirklich so ein Neo-Noir mit diesen Neonröhren, mit dieser tollen Farbkonstellation, mit einer Kamera, die wirklich was Besonderes ist. Und du bist ja jemand, der auch in der Filmgeschichte sich vieles, vieles angeschaut hat. Gibt es da was, wo du sagst, das ist es, woran du dich vielleicht ein bisschen orientiert hast, wo du was genommen hast, das kombiniert hast mit deinem eigenen Stil? Gibt es da was bei Asphaltgorillas? Ja, jede Menge. Aber so viele, dass ich die gar nicht mehr aufzählen kann. Dein Liebling? Nee, also True Romance war in der Story. Das war eigentlich nicht vom Look. Look war natürlich dann eher unser Wong Kar-wai-Freund vielleicht, der aber in seiner Langsamkeit, er macht ja auch nicht mehr so viel. Im Moment hängt da auch ein bisschen durch, glaube ich. Also, das hast du da auch. Nee, so auch, dass ich empfinde, dass viele, und da waren wir eben bei meinem Thema oben am Tisch, feiert die Berlinale, ja, was ihr verpasst jetzt nichts. Dass ich sage, viele Filmemacher, ob Almodovar, die kennen die ja gar nicht mehr, wissen überhaupt nicht, was los ist. Wer ist denn das? Neulich war eine Ausstellung, war mein Kameramann da und sagte, Wim Wenders. Wer ist denn Wim Wenders? Ja, das wissen die ja gar nicht mehr. Die meisten Leute wissen gar nicht mehr, was überhaupt wer ist. Die gucken sich irgendwas, also Kino ist, also das ist ja eine Ausnahme, was hier stattfindet. Das gibt es, das findet ja gar nicht mehr statt. Der Kino erzählt Events und er knattert von vorne bis hinten mit 200 Millionen Dollar. Und eine Geschichte zu erzählen, ist ein bisschen fast aus der Mode gekommen, leider. Es wird dann horizontal auf Streaming-Portalen erzählt und vertikal im Kino. Nur lange gucken, weil sie es auch gar nicht mehr finanzieren. So. Weil sie sich auch zu. Und dann gibt es Themen und dann gibt es, ja, mach mal eine Komödie. Oder das leider den Kinos auch die Zuschauer weggehen, weil das hatte vorhin aber gesagt, die hatten, der sollte eigentlich im März rauskommen, und Konstantin konnte mit dem Film nicht umgehen. Ist ja wurscht. Und jetzt donnern die ganzen deutschen Filme rein, aber die Leute kommen gar nicht ins Kino, weil ich sage, ja, es ist so, als wenn Rewe sagt, wir haben im Oktober ganz viel Brot, im März haben wir aber keinen, nicht so viel, kommt doch im Oktober. Das heißt, du musst ja durchgängig auch Leute begeistern, sagt das immer wieder ein Film. Die Kinos hatten gar keinen, die hatten nicht viel zu zeigen im März, im April. Und es ist so, als wenn einer sagt, ja, ich war 5 Monate schon nicht mehr beim Fußballtraining, ja, dann geht er im 6. auch nicht mehr hin. Und das ist eine Disziplin, auch Leute ans Kino zu binden oder sie aufrechtzuhalten, ihren Arsch zu bewegen und nicht nur im Bett zu liegen und so, und die donnern sich da irgendwann durch. Das ist ein Kulturwechsel und dann gibt es eben auch nicht mehr Regisseure, die dann einen Namen haben, weil sie sie gar nicht mehr kennen. Das sind dann vielleicht 5% Max. Gleichzeitig guckst du aktuelles Kino offensichtlich, weil du hast als Killerin hier Uzenma Borchu besetzt, die das ganz fantastisch macht. Die ist selbst Regisseurin und Schauspielerin. Mit ihrem ersten Film Schau mich nicht so an hat sie in München gleich beim Filmfest Preise gewonnen, wurde zur Mongolin des Jahres ausgezeichnet, obwohl sie in München aufgewachsen ist. Da gibt ja auch nicht so viele Mongolen. Natürlich nicht. Und Uzenma sieht ja auch gut aus. Also, die macht das toll. Der bildet sich auch nichts drauf ein. Aber plus, dann hast du eine Ella Rumpf besetzt, die bei Tiger Girl mitgespielt hat von Jakob Lass, auch ein Film, der in der Indie-Szene natürlich sehr beliebt ist, aber dann darüber hinaus tatsächlich dann wieder auch kaum gesehen wurde. Du siehst diese Filme offensichtlich alle, um diese Leute dann auch hier zusammenzubringen. Ja, ich bin neugierig. Und die Reihe heißt, was tut sich im deutschen Film? Würdest du sagen, da tut sich was? Und wenn ja, was? Tut sich viel. Da gibt es ja unendlich viele Produktionen auch. Auch ich gucke jetzt gerade Europäische Filmakademie die ganzen Filme an. Und das tut sich auch wahnsinnig viel. Aber für den Europäischen Filmpreis. Ja, denn
schaut man auch da und sagt, einer, der Tulpan gedreht hat, den habe ich vor 2 Tagen gesehen, auch ein fantastischer Film, Icon heißt er, wo ich sage, wow, aber der wird nie ins Kino kommen und den Weg ins Kino finden. Dazu ist es, es ist einfach zu viel Content dann, um das auch aufzunehmen, weil wir sind ja auch gehetzt teilweise und das ist einfach, es liegt an der Menge dann auch. Manchen würde ich aber sagen, ist überschätzt, ist auch nicht Kino, muss ich auch wirklich sagen. Also muss man deutlich sagen, dass bestimmte Dinge, bloß weil es irgendwie ist, also der ist auch ein bisschen gedreht wie Gebrüder Dardenne, wo ich sage, ja, das habe ich auch schon 1000 Mal gesehen, dass man der Frau hinterher rennt die ganze Zeit, bis sie überhaupt mal spricht. Das ist jetzt auch ein alter Hut. Aber trotzdem, ja, und weil es auch ein alter Hut ist, geht es dann eben auch nicht ins Kino. Bann. Fertig. Ist so. Das ist auch hart. Da können die europäische Filmakademie 10 Mal sagen, das ist beeindruckende Arbeit. Nichts. Auch Berlinale, der Berlinale-Gewinner, der letzte Mal fass mich nicht an oder wie der heißt, wo ich sagte, ich fühle mich wie in einem Seminar von Mass and Acting in den Ende 80er, wo ich aus mir rauskomme und so, der Film wird nichts gegen Filmemacherin, das ist aber ein Fakt, wo ich sage, das ist kein neuer Hut. Wenn jemand dann sagt, das ist ein neuer Hut, dann würde ich sagen, Quatsch. Das ist Quatsch. Aber jeder weiß es und keiner weiß es. Und es ist einfach, man muss, ich kann nur für eine Fantasie immer appellieren, dass ich da, dass ich für die Geschichten, dass Geschichten verschwinden aus dem Kino und dass es immer mehr auf Event gezählt wird und Geschichten leider wegfallen. Und dann, dass du was mehr weißt danach oder für dich. Hast du deswegen auch versucht, Stefanie Giesinger zum Beispiel, Germany's Next Topmodel-Gewinnerin 2014, hier als Oksana zu besetzen und Julia Engelmann, bekannte Poetry-Slammerin, als die schwangere Freundin von dem. Ja, man macht natürlich so, Steffi ist ja eine Russin und Guskov kann nur Russisch. Damit waren viele Konkurrenten raus und dann habe ich sie immer wieder zum Casting geführt und sie konnte dann irgendwo, sie wollte dieses Spiel und sie hat das Gefühl gehabt und dann habe ich gesagt, ich glaub dir jetzt. Und dann das mache ich aber ganz 5-mal mache ich das. Und dann, das hat dem Film ja, der Film ist ja der schlechtest gestartete, also der schlechtest gelaufene Film, den ich je gemacht habe. Das lag an ganz vielen Dingen. Und das hilft dann auch nicht. Aber man kann ja das versuchen, dass man sagt, ja, vielleicht nehmen wir dann Sixten und CEO und Capital Bra. Und das sagt vielen nichts. Ich habe den bei meiner Heimatstadt vorgeführt. Das war so lustig. Und als ich das Publikum anguckte, das war so ein bisschen die waren viel älter als ihr, muss ich sagen. Und dann sage ich, Käthe Richter, hast du eine Frage? Die ist 80 und eine Freundin von meiner Mutter. Und sie sagt, ich möchte mal wissen, was geht dir eigentlich im Kopf rum? Die Antwort möchte ich jetzt gerne haben. Aber ja, und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht ist das nicht dein Film, Käthe. Was musste ich denn auch zugeben? Der Asphalt Gorillas ist für bestimmte Leute nicht, man muss eben vielleicht ein Tick jünger sein. Also für Käthe war es nicht gemacht. Wuff, kommt jetzt am 25. Oktober, ist vielleicht mehr für Käthe. Ich habe sie wieder eingeladen. Ganz großartiger Film, in 2 Wochen schon mal zum Vormerken, denn dieser Mann ist produktiv, ein Film pro Jahr reicht nicht. Ne? Der sollte schon lange rauskommen, das ist nicht meine Schuld. Verstehe. Aber bevor Sie jetzt Fragen stellen können, würde mich natürlich interessieren, wie bist du denn am Set? Also wenn wir das jetzt gerade so hören, bist du auch da, musst zwangsläufig zum Alpha-Männchen werden da? Oder wie ist das mit all den Leuten, die ja selber auch gewisse Egos haben? Wie kann man sich Detlef Buck am Set vorstellen? Janis sagte mal, also ich habe ihn nachts angerufen und gesagt, nee, wir drehen morgen die Szene ganz anders. Und er sagte, dass ich sie verunsichere teilweise, und das kannte er nicht. Und er hat gesagt, weißt du, das ist das, wie ich den Frankie sehe, der ist verunsichert und macht irrsinnig Dampf, aber ist in sich verunsichert. Aber mit einer irrsinnigen Power, und das ist eigentlich das, was ich erreichen will. Und deswegen gebe ich dir auch unterschiedliche Informationen, wie man nicht weiß, was im nächsten Moment passiert. Weil sonst, ich mag kein Schauspiel, was sich so genießt beim Spiel, weil man weiß, wie man wirkt. Dann werde ich gelangweilt, weil ich das System erkenne. Weil ich
die Leute spannend finde, auch im Leben, die nicht genau wissen, was jetzt passiert. Und ich hasse Auskenner. Und ich hasse das, wenn es so durchdekliniert ist, wo ich sage, ja, was willst du mir denn jetzt verkaufen? Und ich überrasche dann teilweise und verunsicher auch. Und, aber das ist jetzt nicht das ganze System. Es gibt eigentlich kein System, würde ich sagen. Und bist du lieber Regisseur oder lieber Schauspieler? Das wird oft gefragt, aber ich denke, da ich viel mehr Zeit investiere in die Herstellung von Filmen, und man sollte das ja machen, was man lieber mag, glaube ich, aber ich spiele auch gern. Beantwortet so. Irgendwie. Absolut. Genau. Stellen Sie Fragen bitte. Jetzt ist die Gelegenheit, dann kommen wir mit dem Mikro. Meine Kollegin hoffentlich auch gleich. Genau. Sind eigentlich immer dieselben hier so? Ja, manche erkennt man wieder in dieser Reihe. Ja. Ich sprinte mal nach oben. Ist es an? Ja. Also, es ist total toll, was Sie so erzählen. Wie waren Sie denn als Kind? Also, ich habe ja mit sehr vielen Kindern zu tun, habe auch 3 eigene, kleine, neue. Und die sind ja so spannend. Aber ich glaube, Sie waren oberspannend und oberwitzig, pfiffig. Was haben Sie denn alles getrieben? Also was erinnern Sie als Kind? Ich will nur das wissen. Nur das? Sonst sind ja perfekt, aber trotzdem, als Kind, was ist in Erinnerung? Was erzählt? Ich sage immer, eigentlich ist das Filmemachen angefangen bei mir, und das ist die ganz einfache Geschichte, weil ich früher lief man als Kind, das wissen Sie ja vielleicht auch, so mit. Der ist irgendwo. Ja, wo ist er denn? Ja, der ist ja im Dorf. Ja, dann muss er auch nach Hause kommen. Wenn er nicht nach Hause kommt, ja, dann setzt was. Man lief so mit. Und ich habe mir meinen Bruder gewünscht, den habe ich aber nicht bekommen. Und das habe ich dann auch irgendwann akzeptiert. Und das sogenannte Tagträumen hat durch die Langeweile angefangen, dass ich da so saß. So am Feldrand, weil ich da mit musste, weil, ja. Und dann spielt man da so rum. Einzelkind dann, auf dem Bauernhof. Ja, dadurch entsteht dann, ich sag mal, Tagträumen. So, das würde ich sagen, als Kerngeschichte. Das ist jetzt nicht spektakulär, aber das ist essentiell. Es gibt irgendwas Spektakuläres. Ich ahne das. Nein. Das wollen Sie nur nicht rauslassen. Nee, das würde ich auch nie rauslassen. Ah, schade. Nie. Aber was mich interessiert vielleicht, du bist zur Deutschen Film- und Fernsehakademie nach Berlin gegangen, hattest aber vorher schon einen Bewerbungsfilm gedreht. Erst die Arbeit und dann. Nee, das ist kein Bewerbungsfilm. Den habe ich habe mitbekommen, weil ich habe Berufsberater mal gesagt, ja, ich würde Landwirtschaft machen und Filme, sagt, das passt gar nicht zusammen, sage, verstehe ich. Und dann gab es die Filmförderung, Dieter Kostig saß oben, da bin ich durchgefallen, ich habe ein Drehbuch geschrieben, habe es gelernt, Peter P. war der erste Regisseur, den ich getroffen habe. Und den fand ich ganz faszinierend. Den habe ich getroffen, der lebte, er da war schon in einer Südterrain-Wohnung. Das war ganz toll. Dann habe ich die Geschichte von SER und dann erzählt. Und er war über 80 und dann kamen immer, da waren auch noch so anschaffendes Gewerbe, kamen immer Frauen rein, die sich so ausruhten bei ihm. Das waren eben Mädels von der Straße. Und er saß da so als Mann und ist immer eingeschlafen. Und er hat mir dann als Botschaft mitgegeben, gesagt, wissen Sie, und ich habe die Geschichte von erst Arbeit und dann so gepitcht. Und dann sagt er, wissen Sie, der hat auch immer gesiezt, der stand auch immer beim Film gucken, jeder Mann möchte eine gefallene Frau retten. Und ich denke, okay, dann ist sie Prostituierte. Und dann habe ich es aufgeschrieben und dachte, oh nee, das ist ja so eine Scheiße. Das ist ja die letzte Scheiße. Und da habe ich ein Buch über Komik gekauft, wie funktioniert Komik. Also der Mensch, der komisch ist, steht außerhalb der Gesellschaft. Und habe dann daraus erst jemand dann gemacht. Und das fand er dann nicht so doll. Das verstehe ich auch. Und dann habe ich aber gedacht, dass sein Film, den er hätte machen wollen, dieses Melodrama, hätte ich zu der Zeit nicht machen können. Und wollte es auch nicht, weil es mir zu kitschig, zu prätentiös vorkam, zu groß, zu... Boah.
Und aber ich habe sehr viel aufgesogen von ihm als Mensch und wie er da vergessen vom Ruhm. Der wurde aber immer von der Berlinale noch eingeladen, dann irgendwann gestorben ist, verarmt im Südtirol mit Mädels, die immer sich aufgewärmt haben bei ihm. War nicht auch sehr poetisch. Also man ackert so rum. Und beobachtet, glaube ich, weil sonst hättest du nicht so tolle Schauspielerinnen tatsächlich zum ersten Mal in große Rollen gebracht, wie Sophie Reuss bei Wir können auch anders oder dann Heike Makatsch und Marie Bäumer in Männerpension. Wie kommt man, also ist das was du auch aus dieser frühen Phase quasi die rausziehst oder wie kommt das? Ja, und vor allen Dingen, hier Ella, die ist neu, die ist außer, weißt du, so ein bisschen wie bei Victoria, die ist so aus der Stadt, irgendwie, boom, ist sie da und hat einen Ladendiebstahl gemacht. Und Ella hat diese Energie und diesen Zauber, die wirkt ja auch in der Leinwand viel größer. Und Sophie war halt damals so ein Bam, war so eine. Also die Bettina Marie. Ja, also ich spring mal, das macht dann immer Sinn. Und ich besetze auch sehr gerne, viele besetzen ja sagen, oh, guck mal, das habe ich da gesehen, immer nochmal. Und ich sage, ja, das kann ja sein, aber ich versuche nochmal was anderes. Und diese Reise ist ja eine Reise, die ich ja gerne mag, weil ich mag ja gern diese Reise und diese Erfahrung und nicht immer das, was ich gesehen habe, zu wiederholen. Das ist eine Frage. Sie hatten ja vorhin gesagt, dass Sie ja auch finden, dass gewissermaßen diese normale tagtägliche Realität, die gerade im deutschen Kino, ich nenne es jetzt einfach mal die Bonjour Tristesse sozial. Was? Bonjour Tristesse, welcher Film wird dir denn da einfallen? Eigentlich so jeder zweite Film, den ich... Nee, dann sag mal ein. Was war das letzte, was ich gesehen habe? Sag nicht Gundermann. Nee. Weil der spielt in der DDR. Ich muss drüber nachdenken. Ich bin da mittlerweile schon so ein bisschen eher resistent. Aber ganz viele sind so. Also wenn es gibt ja Sneak Previews und wenn dann deutscher Titel kommt, dann sind ja. Die gehen manchmal 5, 6, 7 Leute raus und ja, haben der die Titel einblenden. Ja, haben die Schnauze voll. Ja, aber warum? Das ist ja genau die Frage. Also ich meine, ich finde das im deutschen Kino eine, also gerade das, was du vorhin sagtest mit dem dieses poppige, überhöhte, fantasievolle, finde ich, ist im deutschen Kino relativ selten, wenn ich das vergleiche mit den Franzosen, mit den Spaniern, mit dem, was die Amerikaner machen. Nein, Urs schüttelt den Kopf. Er nicht bei mir. Jedenfalls, also das, was wir jetzt gesehen haben, ist ein Stil, den ich im deutschen Kino viel zu selten sehe, für meinen Geschmack. Ja? Diese eher realistisch angelegten Filme, wo auch alles eher so mit Available Light gemacht ist und keine Ahnung, es werden meistens irgendwelche sozialkritischen Themen behandelt. Und ich weiß, keine Ahnung, ich war in Cannes auf dem Filmfestival und habe da ein paar Sachen gesehen, die halt auch alle sehr langsam erzählt sind und sowas in der Richtung. Dass ich manchmal das Gefühl habe, dass das was mit der Finanzierungsstruktur zu tun hat, die wir in Deutschland haben, weil es da eben auch oft diesen Bildungsauftrag gibt, den TV-Redakteure, die beispielsweise für so eine Projektlancierung zuständig sind, ja auch verfolgen müssen. Es ist ein komplexes Thema. Es wird ein bisschen gemischt gerade. Es ist sicherlich richtig, dass ein deutscher Film im Kino meistens nur entstehen kann durch Koproduktion mit dem TV und die eine andere Absicht haben als vielleicht Kinohersteller. Die Realität für mich ist aber, dass meistens Filme versuchen, Komödien zu sein oder komisch zu sein und dann die sogenannten Bonjour Tristesse-Tisten, wie du sie nennst, die finden auch schon gar nicht mehr statt in den Box-Office-Dingern. Die gehen gar nicht mehr, die gehen kurz raus und sind sie weg. Am Ende haben wir 120 Filme produziert, davon sind, weiß ich nicht, 10 von ein paar hunderttausend und nochmal 5 über 100.000, das ist alles. Das ist die Realität. Und die Dinge, die du da auf dem Festival siehst, das Festival hat eine ganz eigene Existenz und ein ganz eigenes Leben, was mit dem Rest da gar nichts zu tun hat.
Deswegen glauben viele Leute ja auch nicht mehr an einen sogenannten Festivalgewinner, den kennt man sowieso nicht. Dann am Ende, für den normalen Zuschauer. Bloß vielleicht als Ergänzung, man sieht halt einfach auch nicht die schlechten Franzosen, weil nur die Guten zu uns kommen. Und das natürlich auch ein bisschen Teil dieses Images ist. Und man suhlt sich auch gerne in diesem Image, weil es ist schon irgendwie auch auffällig, dass einem dann nicht sofort ein Titel einfällt, wenn man davon spricht. Weil es ist irgendwas, was seit 30 Jahren selbst Filmemacher manchmal ja sagen, ich schaue mir keine deutschen Filme an, haben wir alles hier schon gehört. Ja. Also das ist immer was, wo ich sage, das ist fragwürdig, weil wir haben ein riesen breites Angebot, gerade wenn man auf Festivals ist oder hier bei uns in der Reihe. Ich glaube, da ist wenig Bonjour Tristesse zu sehen. Also beim Europäischen Filmpreis, den ich ja gerade schaue, da ist es echt nicht einfach. Und dann schaue ich da rein und denke, hat er da noch was Eigenes? Und dann haue ich den auch raus, wenn er 20 Minuten nicht irgendwo einen Unique Point findet. Dann haue ich den auch weg, wo ich sage, nee, brauche ich nicht. Und da gibt es schon sehr viel. Das ist schon richtig, aber spielt keine Rolle mehr im Kino. Überhaupt keine. Wir haben jetzt drei Fragen. Zuerst hier, dann hier vorne und dann ganz hinten. Okay, hi. So, mal Themawechsel. Die Frage ist auch nicht so philosophisch, aber ich wollte mal wissen, was Ihre Lieblingsdrehorte sind oder waren und wo Sie gerne vielleicht einen Film drehen würden demnächst. Ja, waren sicherlich in Kambodscha, als ich diese Same, Same but Different gedreht habe, weil das so eine Reise war, beruhend auf der wahren Geschichte. Und David Cross, das war eine ganz eigene Reise, weil in Kambodscha eben verliebt sich jemand in ein Barmädchen und stellt sich dann raus, wenn er abfährt oder wenn er zu Hause ist, dass sie HIV hat und er lässt sie aber nicht in Ruhe. Durch Pol Pot-Regime gab es keine Schauspielerin, dann musste ich die casten, die konnten die aber gar nicht, weil das ist alle ausgerottet worden. Also dann wurde man konfrontiert wirklich mit einer historischen Realität, die ich dann, also das überhaupt da drehen zu dürfen, diese Thematik gibt es ja offiziell gar nicht, gibt keine HIV. Also das war ein Abenteuer über ein Jahr, das habe ich aber sehr gerne gemacht und drehen tue ich grundsätzlich ganz in Landschaften. Weil das per se immer so ein The Revenant-Bomb, die warten dann eben und machen zwei Einstellungen nur bei diesem einen Glitzerscheinchen und dann können sie das machen und es hat auch eine Wirkung. Und dann machst du einen CGI-Bär rein und dann ist er auch nicht so schlecht. Hat das eine Wirkung? Aber es ist kein CGI-Gorilla jetzt. Nee, den aber nicht. Aber einen CGI-Bär hätte ich gerne mal von der. Also das finde ich beeindruckend, weil mich das per se ist es so wie was Beeindruckendes im Kino, finde ich einfach. Also digital konstruiert heißt das quasi. Ja, der Gorilla war echt, habe ich gesehen. War ein bisschen schade, der Gorilla hat abgelenkt von den Leuten, die da so hochgelaufen sind erst. Ich dachte, ich habe gar nicht einen Abspann gelesen, was ich sonst gerne mache. Ich hatte nur eben überlegt, als wir dieses Finanzieren und so als Thema besprochen haben, dass vorhin gesagt, was man auch immer wieder hört, Amazon macht's dann oder Netflix und sagt noch ein bisschen edgy und du darfst ausprobieren und man hört es immer wieder, dass Regisseure sagen, hey, da hatte ich, ups, freie Hand und nicht wie sonst. Merkt man das, ob das zurückschlägt auf die Produzenten, Förderer, Finanzierer, Sender, dass sie merken, da passieren teilweise tolle Sachen und die gehen uns hops, weil wir das nicht so machen? Doch, die merken das schon. Es ist jetzt, ich habe noch nicht für Amazon oder Netflix gearbeitet, deswegen kann ich davon Erfahrung nicht reden, dass das jetzt natürlich ein zusätzliches Angebot ist für den sogenannten Macher. Das ist ja ganz klar. Manche gehen dann auch komplett drauf und kommen gar nicht mehr manchmal zurück zum Kino. Ich glaube aber, eine andere Sache ist, finde ich immer so entscheidend, dass man am Ende sagt, Fantasie im Film ist auch Fantasie, wenn man einen Film macht und denkt, oh, das wird ein ganz großer Erfolg. Aber wenn du jetzt für Netflix und Amazon machst, dann ist der Macher, kriegt das Geld und dann ist der Vertrieb the winner. Das heißt, wie auch in der Landwirtschaft, ist der Macher am Ende nicht großartig der Gewinner, sondern der Vertrieb. Also der den Film rausbringt quasi. Ja.
Ja, und das wird dann auch auf die Produktion sich niederschlagen, dass sie irgendwann obsolet werden. Und würdest du sagen, ich meine, du bist 30 Jahre im Geschäft, du hast einen großen Namen, du hast einige echt große Erfolge gehabt. Doch. Zählt da ja, dann, klar. Aber bei den neuen Medien ja, definitiv ja nicht, weil die sind ja auch, und die sind ja gut. Da sind ja auch gute Leute, die sind ja auch so, dass du sagst, wir suchen uns da die Talente und da gibt es immer wieder ja auch neue, ob das Barambo da ist oder wer auch immer, die dann tolle Arbeit machen und dann auch arbeiten können ohne Ende, ohne sich jetzt. Schönen sagt, weißt du, der Regionalbahn des Kinos ist manchmal so langsam, dass der ICE der Serie dann doch besser ist. Also, dass dann plötzlich da sich Möglichkeiten anbieten, die für fähige junge Truppen, die da, also wirklich, die was machen, was super ist. Also, da ist der Name dann auch. Sie spielen immer wieder mit Namen. Aber dann muss der schon dann auch so einen internationalen Badabum-Charakter haben. Dass du sagst, ja, den haben wir jetzt auch, Soderbergh. Bob, bob, bob. Oder jetzt macht Obama produziert, glaube ich, auch für. Genau, für Netflix. Für Netflix, ne? Ja. So musst du mal drauf kommen. Ja. Schröder soll doch jetzt für NDR was machen, habe ich gehört. So, mal gespannt. Hast du nicht? Oder war das falsch? Davon weiß ich jetzt noch nichts. Ja, das ist same, same thinking. Aber vielleicht ist das noch ein Punkt, bevor die Frage da oben kommt, dass ein Godard tatsächlich in Frankreich auch trotz 20, 30 Jahren Flaute, sag ich mal, zwischendrin, immer weiter seine Filme machen konnte. Ja, dass man da nochmal ein ganz anderes Gefühl quasi hat, Respekt gegenüber denen, die halt wirklich großes Kino schon gemacht haben. Ja, der Respekt in Frankreich ist ja definitiv größer. Ich hatte ja von Pevers erzählt, der wirklich, der wurde dann vergessen. Also, wenn sie es hieß, er hat zu langsam gearbeitet, er war aber ein ganz wacher Mensch und er konnte dann nichts mehr realisieren. Und ich kenne auch Kollegen, die sagen, ja, ich schreibe, ich filme machen, werde ich nie wieder machen können, weil das ist ja auch gnadenlos. Das ist wirklich gnadenlos. Und man entmutigt sich dann auch teilweise selber, dass man so sagt, oh, diese Energie zu tun, habe ich nicht gemerkt. Was war das? Das war nicht Erfolg? Ja, habe ich nicht gemerkt. Das sind ja auch die besten Charaktere, wo sie sagen immer, I do, I am here. Und dann machen die einfach weiter. Das ist irgendwie auch bewundernswert, finde ich. Ganz oben. Ja, also ich wollte sagen, mir hat an dem Film gefallen, dass der so Elemente hatte von eine Ealing-Comedy im Sinne von Kaurismäki, also du bist ja auch aus Norddeutschland und also ich finde, dass es so ein deutscher Film ist, Asphalt-Gorillas, auch wenn er in Berlin spielt, der so ein bisschen mehr so Richtung Nordeuropa irgendwie sich entwickelt und also auch diese, der Abspann und diese Sachen, das hat mir alles unheimlich gut gefallen. Das Einzige, was ich mich gefragt hat oder wo ich nicht so genau weiß, was ich mit dem Film machen soll, ist, das sind die vielen Leichen, die da vorkommen. Und da wollte ich mal fragen, was für eine Bedeutung die für dich haben. Also sind das gesellschaftliche Leichen oder sind das persönliche Leichen, also mit denen du auch irgendwie den Tod von Menschen in Verbindung bringst, oder sind die so jetzt nur so ein Comedy-Element? Also weil zum Beispiel jetzt vor kurzem ist der Graziano Rocchigiani gestorben, ja. Das hat mich irgendwie total berührt, weil ich als Zeitungszusteller, ich habe ziemlich lange mal auch in Berlin gelebt, für Henry Maske die Berliner Morgenpost ausgetragen hat, wenn der seine Kämpfe gewonnen hatte und da war Rocchigiani irgendwie auch mal dabei. Und also da war dann auf einmal, also es war so ein ungewöhnlicher Tod, ja, weil es auch nur so hieß, der ist irgendwie in Italien da von Auto gelaufen und Schluss. So. Also zu Grazie kann ich sagen, ich werde den Moment, als ich die Nachricht gehört habe, nie vergessen, da kam er zu mir ins Büro, ich saß am Tisch und dann legte er seine Biografie vor und sagte, ich habe ihn vorgetroffen in der Talkshow, mochten uns irgendwie in seiner Chaos-Megi-Art fast, weil er immer sagte, was er dachte und sagte, ich kann jetzt berlinerisch nicht, er würde es gut finden, wenn ich daraus einen Film mache. Und dann fühlte ich mich geehrt, weil er da in seiner, ich habe auch Kämpfe live gesehen gegen Darius Michalczewski, wo ich dachte, boah,
zu schnell und er steckte da, hat er verloren gehabt, als ich gesehen habe. Und das Rocky Inn kannte ich noch gut gegenüber vom Diner, wo er auch oft war mit seinem Bruder. Also ich hatte wirklich eine Beziehung zu dieser ganzen, von diesem ganzen saftigen Leben und diesem auch seine Frau, diese keifende Erste damals war das. Und ich fühlte mich auch sehr geehrt und hat mich auch fast gerührt, als er da saß. Damals war es auch schon, es ging nicht so gut. Und ich hatte das auch gelesen und ich habe ihm gesagt, das finde ich wirklich, wie endet die Geschichte? Weil bei Raging Bull endet sie, dass er the show must go on, und das ist die Quintessenz des Films und des Lebens von dem wilden Stier, von De Niro gespielt. Und es gibt so viele Boxfilme. Benno Viermann ist da oben, hat einen Boxfilm gemacht. Daniel Brühl hat einen Boxfilm gemacht. Janis Niewöhner hat jetzt auch gerade einen Boxfilm gemacht. Und ich dachte, dann mache ich einen Boxfilm. Aber wo ist die Quintessenz? Was ist das Solution? Und als er jetzt von einem ganz kleinen Auto, Smart, überfahren wurde, und ich habe gelesen, dass er hatte Streit wohl, das habe ich nur gelesen, deswegen ist es ja auch etwas, was ich nur wiedergebe. Er hat getrunken gehabt und in dieser Tankstelle oder in diesem Bistro war, hat mit einer Frau geredet und hat dieser Frau noch ein Autogramm gegeben und hat seine Taschen stehen lassen und ist dann, ich schätze mal, hat getrunken. Und wahrscheinlich ist er einfach, er hat sich den kleinsten Kinnhaken und den kleinsten Auto verpassen lassen. Und da schließt sich der Kreis dann und das ist dann das Ende. Und das ist so, wenn du mich fragst bei Tod, es gibt unterschiedliche Tote. Das ist der Jesus, der große Kämpfer, der da versucht, seine Arterien zu finden. Das berührt mich dann. Und das filme ich anders als der Koks-Typ, der da eine Figur ist. Das ist wie im Western. Das ist wie eine Western-Figur, der, wenn du sagst, es war einmal in Amerika, der wird einmal umgeschossen. Das ist dann, dass ich unterscheide. Also wie wenn du einen Western anguckst, da gibt es Indianer, die sterben ganz langsam und es gibt Indianer, die werden einfach umgeschossen. So ist das auch im Film bei mir. Und Rocky ist ganz schnell vom Smart überfahren worden. Ich wollte nur eine Sache sagen, wie ich auf die Ealing Comedy gekommen bin, weil ich habe auch so ein bisschen überlegt, also von der filmischen Ästhetik her fand ich, war das ganz stark da. Und dann war es auch so, dass du ja so Milieubeobachtungen im Grunde genommen in dem Film auch machst. Diese Familiensituation zum Beispiel, wo der Sohn irgendwelche Bräute vorgestellt bekommt, ja, und dann so Familienstrukturen auf einmal auch irgendwie erklärt werden, woher das Geld kommt und wer sich da um was kümmert und so, oder wenn die da sitzen und essen. Also das fand ich auch wirklich humorvoll witzig, also weil es sehr, sehr, sehr trockener Humor ist. Also das hat mir gut gefallen, das wollte ich. Das liegt aber auch wirklich mit Tschünitz' Erzählungen aus seinen unendlich vielen Anekdoten, die er erlebt hat. Und das war auch ganz wichtig, dass dieser Bauch, ich nenne das den Bauch der Geschichte, der zwar verhindert, dass, also die Exposition des Films ist einfach zu lang, rhythmisch, aber ohne den Bauch wäre das andere nicht gegangen, also musste ich das lassen. Ich habe es mal rausgeschnitten und gesagt, nein, ist alles sinnlos. Das war die Schwierigkeit. Das liegt eben auch, dass ich sage, die Kurzgeschichte, einen realistischen, guten Bauch kriegen zu lassen, das war die Schwierigkeit vom Drehbuch. Aber da das hier und da aufgegangen ist, freut es mich so. Vielleicht noch eine Leiche, der Hund, Plato. Ja. Es gibt eine Szene, wie lange habt ihr diskutiert, wie viel man machen darf? Es gibt eine Szene, da wird ja der das auch fantastisch macht, Fenker, wie heißt er immer noch, meine Güte, jetzt damit, Erdogan, ja, Atalay, der ist ganz fantastisch, er sagt, sag mal, bin ich verrückt? Ich sage, nein, der ist doch nicht verrückt, der ist pragmatisch. Und da liegt er schon tot da. Der wird ja auch so einfach, weil er ist zu teuer. Und dann schießen sie so ab. Das ist meine Haltung zu tot. Weil er war zu teuer, das ist der Grund. Deswegen wird er schon. Und dann kommt, und es gibt eine Szene, die ist gedreht, dass der Hund rausläuft. Mhm.
Da aber nicht gezeigt wird, wie der Hund umkommt, wurde das nie eingefordert. Hätte das ein Testkind gesagt, weil du kannst ja alle töten, aber den Hund nicht. Genau. Und dann hätte ich das reingeschnitten. Da bin ich dann ganz pragmatisch. Und noch pragmatischer, der nächste Film, Wuff, da sind ganz viele Hunde, den kennst du ganz super. Frederik Lau ist Hundesitter. Nee, der ist Ex-Fußballer, der ja. plötzlich die Geschäftsidee hat. Von Katharina Thalbach einen Hund aufs Auge gedrückt bekommt, wo er gar nicht mit umgehen kann, weil er weiß gar nicht, was er damit machen soll. Und dann entdeckt er, dass die Menschen, ich habe das mal gelesen, ich weiß nicht, mittlerweile mehr Geld für Hunde ausgeben als für Kinder. Kann das angehen? Muss man nochmal nachgucken. Ich meine, der Hund, das muss man ja verstehen, wenn der als Welpe und der ist reinrassig gekauft wird, kostet er schon mal ein Tausi, das Kind nicht. Also die hast du schon mal raus. Dann bist du schon mal bei 1000 miese. Ja, und das Kind erstmal nicht. Da muss man alles rechnen. Kind wird aber älter. Ja. Naja. Jedenfalls, der Film lohnt sich sehr. Also 25. Oktober in 2 Wochen startet der. Gehen Sie unbedingt rein. Das ist wirklich emotionales, großes Kino, was du wieder gemacht hast für die ganze Familie. Jetzt unsere Vorführerin hat eine Frage. Ja, ist eine ganz banale Frage. Da bin ich stolz. Ja. Ich darf ja eigentlich keine Fragen stellen. Doch, ich fand das aber toll, wie du das 16 umschwenkst auf digital. Bam. Ja, sehr gut, ne? Ja, 30 Jahre dazwischen. Das habe ich gelernt. Naja gut, es ist eine ganz banale Frage. Ich wollte mal fragen, die erste Szene, war das eine Hommage an Martin Scorsese? Es war einmal in Amerika, wenn die zwei Jungs vor der Tür stehen und dem Mädchen Geld geben. Also Weiter. Ich weiß auch nicht, also das ist eine Hommage irgendwie. Ich weiß nicht, also das ist ja manchmal so, wenn man so schreibt und Dinge. Hommage oder geklaut? Nein, das ist nicht geklaut, weil der Junge, was war in Amerika, sitzt da ja und isst ja diesen Cake auf. Und wir hatten irgendwann, man weiß es wirklich nicht, wie das ist, wenn man so schreibt, wo die Ideen herkommen und wer welche Idee hat. Man sollte immer mit Leuten arbeiten, die dann sagen, wir haben sie gemeinsam entwickelt. Und wir haben sie gemeinsam entwickelt. Und es kam die Idee irgendwann der sogenannten 2-Euro-Marie, so hieß diese Figur. Das ist aber alles rausgestrichen worden. Und Frankie lässt sich die Schularbeit machen von dem Adris und die bewundern die irgendwie. Und die konnte musizieren. Und nebenbei hat sie sich Geld verdient für Küsse. Also bei dem großen Leone-Film geht sie ja mit denen und schläft mit denen. Das schläft ja auch mit den Polizisten. Bei uns ist es einfach ein Kuss. Das ist eigentlich, ich meine, da haben sie auch nichts von, weil sie merken, was ist das denn jetzt? Und deswegen ist er viel naiver. Es sollte jetzt nicht komplett, also sonst hätte man ja das machen können und das wäre dann zu, das passt nicht. Also ich mag auch, wenn er sagt, lieber nicht. Also was soll das? Ich erinnere mich und jetzt kommen die Geschichten und so schreibe ich. Ich werde nie vergessen, und jetzt, das wird ja aufgenommen, wie Birgit Ehlers mir Küssen beigebracht hat. Wir waren in einem alten Feuerwehrhaus und es war, man hat so Bier getrunken. Nee, wir haben denen immer den Rücken eingerieben. Wir waren, glaube ich, 8 und die waren schon 12 oder so. Oder wir waren 9 und die waren 12. Also sie hatten auch schon Brüste und wir durften die, und das war immer herrlich kichern, wir durften die Bikinis aufknüpfen und dann den Rücken eincremen. Und irgendwann, da wurde sich immer umgezogen und sagen, ja, ob man küssen könne. Und nein. Und da war ich dann mit meinem Kumpel und dann so, ich dachte, das wäre gut und sagt sie, nee, jetzt mit Zunge. Und ich werde nie vergessen, weil ich diese sinnlose Tat nicht verstanden habe. Ich wusste auch nicht, was auch immer für Lustgewinn war mir da. Ich empfand das befremdlich und sehr eigenartige Sache. Und ich werde auch nie vergessen, wie wir waren mal von abgeholt vom Baden und vor mir saß Wilhelm Voss, ist auch leider verschwunden, und küsste sich eine Stunde mit einer Freundin und wir saßen hinten mit meinem Kumpel und mussten warten, dass die fertig waren. Eine Stunde. Ich habe es nicht verstanden. Ich bin dabei, es zu begreifen. Und
es ist so, dass das dann verarbeitet wird auf ganz komplizierte Art und Weise in so einer seltsamen Szene. Das ist also, es ist wo auch immer her, aber es liegt mehr in der, das wollte die Dame vorhin, die ist jetzt weg, siehst du, jetzt hat sie endlich was von der Jugendgeschichte gehört. Wir werden es ja ausrichten. Wir sind fast am Ende. Du hast angefangen damit, dass bei allen deinen Filmen die Figuren eine Reise von A nach B durchmachen müssen. Das ist so das, was immer quasi dem vorne dran steht. Was ist denn dein nächstes B? Wo geht denn deine Reise hin? Was ist was, wo du sagen würdest, das ist noch so ein Ziel von dir? Na, ein Ziel ist erstmal vielleicht den Hatz im Winter zu drehen. Da freue ich mich drauf. Es ist kalt, es ist schummerig, es ist ganz schlechtes Drehen und irgendwie freue ich mich da drauf. Aber wir haben auch ein Lieblingsprojekt, das schreiben wir mit Daniel Kimmer und Thomas Anders Jensen, mit Agi, das ist eine Reise in die Mongolei, die ich einfach, weil ich sagte, Landschaft ist für mich der Hero im Kinofilm. Und also wenn ich dann irgendwann mal in der Mongolei sitze und sage, ja, mit drehen das, dann würde ich denken, ja, das ist, man soll nicht aufhören zu glauben, dass es denn stattfindet. Die Idee habe ich schon entwickelt mit Ernst Karl, damals haben wir mit Wilkon Anders geschrieben, das ist über 20 Jahre her. Aber es ist ja nichts. 20 Jahre, so what? Also ich finde es auf jeden Fall klasse, dass du uns so viele Einblicke gegeben hast. Bevor ich mich bei dir bedanke, möchte ich Ihnen noch sagen, 25. November ist die nächste Veranstaltung dieser Reihe Was tut sich im deutschen Film? Und zwar mit einem ganz Großen der Münchner Schule, Eckhard Schmidt. Sie haben vielleicht Der Fan gesehen in den 80ern mit Desiree Nosbusch, großer Skandalfilm. Er dreht immer noch und hat jetzt Mein schönster Sommer im Gepäck. Den wird er im November hier präsentieren, freuen wir uns sehr darauf. Aber an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Abend. Ich danke auch. Detlef Bogen, meine Damen und Herren.